Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. So, jetzt wissen bald alle Nachbarn, dass wir Affen haben, weil der sitzt einfach da oben an der Mauer. Heide Bimbam. Ja, Fausi. Also, Hibiskusblüten mag er nicht. Mal gleich mal. Magst du Melone? Guck mal. Ist das was Gutes? Wow, wie er es nimmt. Das ist was für mich. Und du willst auch kommen? Sheila. Was machst denn du? Komm runter. Komm runter. Komm. 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 Willst du nicht? Oh je, 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 je. Also das müssen wir kürzer machen. Die ganzen Nachbarn sehen die Affen. Dann haben wir hier High Life. Leben Melon. Ich habe gedacht, ich bringe alles mal, was ich habe. Guck mal, magst du auch Orangen? Mandarinen. Ist das gut? Das nehme ich auch. Bitteschön. Ja. nein, jetzt nicht. Erstmal die Honigmelone, das ist Luxus. Ja, schön kühl aus dem Kühlschrank. Ja, Bananen habe ich auch da. Komm, Sheila, komm. Füß dir mal auf deinen Platz. Na komm, eine Banane kriegt auch noch der Fausi. Ja, Leute, es ist früh am Morgen. Heute wird es 42 Grad, ist nicht schön. Oh, ein paar Karotten. Datteln habe ich. Ja, guck mal. Ach so, Karotten, der mag Karotten, gell? Guck mal, ich gebe dir alles, don't worry. Und Banane, ja, das nehme ich auch. Datteln habe ich auch, guck. Datteln liebt er. Gell? So, Moment, krass. Hier, nimm. Oh, lecker, was ich alles bekomme. Ja, Fausi, das schmeckt dir. Und du hast doch auch Hunger. Komm, guck mal. Datteln. Ja. Leg sie dir mal dahin. Gesunde Sachen. Fausi, darf ich mich zu dir setzen? Na? Sheila, komm runter. Ja. Die lieben das, frei rumzugucken. Habibi. Eine ganze halbe, na gut, eine halbe. Die war jetzt 3 Tage im Kühlschrank. Ist schnell. Njam, 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 njam. Ja, Leute. Kannst du nicht runter, oder was ist denn da los? Bist eingeklemmt. Ha, komm. Komm. Nee, bist nicht eingeklemmt, nee. Die hat nur Angst. Komm, komm. Komm, Sheila. Shishi. Komm. Aho. Komm, Banane. Na komm. Guck, hier ist sie, hier. Ich geh mal weiter weg. Muss doch frühstücken, Mäuseli. So, setze ich mich mal unter die Klima und lass mich hier beregnen. So. Ja, ich bin weit weg. Geh und friss. Sehr sensibel, das Mädle. Guck mal, wie der ist. Ja, was Feines. Es ist Luxus. Ja. Na komm. Ist ganz scheu. Also Leute, wir haben hier einige Todesfälle, muss ich sagen, mal wieder. Also der Smunupi, mit dem ich geredet habe, anscheinend Tierkommunikation, hat doch nichts gebracht. Der ist verstorben gestern. Dann ist Alexandria, der Nymphensittich, das letzte Baby, wurde nicht richtig gefüttert von den Eltern. Also jetzt haben wir nur noch 3. Ja, weiß ich nicht. Wer ist gestorben? Die Beyonce ist gestorben. Ein Huhn, also kriegen wir doch die Hühnerseuche. Ja, und wer noch? Ah, und die Jackie, der Wellensittich, der Milben hatte da. Ja. Ja, es wird weniger, aber wir holen auch nicht mehr Tiere, jetzt reicht's. Also, ich warte jetzt noch, wie gesagt. Habt ihr euch gestritten, ihr zwei? Die gucken sich so an. Ja, komm doch runter, Sheila. Kann die nicht runter? Doch, klar, kann die runter. Hm, hast du Läus? Ich muss die auch einpudern. Guck mal. Meine gute Melone. Der ist so süß. Guck mal, meine Melone. Juhu. Das ist niedlich. Ja,
Ich freue mich schon, wenn das Gehege hier ist. Echt mega. Also ich stelle mir das richtig schön vor, ne? Mit diesen Dingern, diese Stämme will ich auf Seilen aufhängen. Eins hier, eins da, dann können die da schaukeln. Dann will ich dazwischen noch so Seile aufhängen. Dann kommt da vielleicht in die Ecke das Autobett hin, machen wir Kopfkissen und Matratze drauf und Decke. Dann können sie sich im Winter zudecken und im Winter machen wir noch eine Konstruktion mit einer Glocke, wo man es dann so aus Eisen, wo man draufstellt und dann einfach nur mit einer schweren Decke abdeckt. Dann können sie da reingehen und sich wärmen. So ist der Plan. Ja, weil die gehen unter die Decken, die decken sich zu. Ja, und dann, was war noch der Plan? Ach so, hier in der Mitte auch nochmal, so wie man sagt, ein Loch graben, Zement rein und solche Stämme dann so, ne, mit oben so Sitzplätzen. So wäre der Plan, ja. Dann noch eine kleine Waschschüssel oder ich streiche das Ding da mit dem Aquarium, Poolfarbe. Mit der Poolfarbe und dann können wir hier einen Affenpool machen, zum Beispiel. Oder wir benutzen das hier, den Entenpool als Affenpool. Können wir auch machen, dass sie da baden, aber das ist ja zu weit dann. Komm runter, die Leute sehen dich, also weich. Na, ist auch nicht. Komm, Fausi, komm. Also nee, ich habe gestern gleich auf die Wunde antibiotische Salbe drauf, jetzt geht's. Ja. Die Sheila kommt nicht runter, die ist sauer. Die ist angebunden, das ist die nicht gewohnt. Naja, gut, wir haben Zeit, gell? Irgendwann kommt der Hunger, dann kommt sie runter. Such dir mal aus, was dir schmeckt. Was willst du essen? Ja? Eine Limette? Ja, Hibiskusblüten, dachte ich, fress dir Affen nicht. Eine Limette? Schmeckt es? Nee. Das alte Ding. Was gibt's da noch? Hibiskusblatt. Schmeckt's auch nicht. Sag mal, bist du das nicht gewohnt? In der freien Natur esst ihr doch sowas. Gesunde Sachen. Nicht da immer Lip. Vogelfutter. Viel zu fettig. Aber doch, schmeckt doch ganz gut, gell? Ganz süß. Ja, Havivi. Fausi. Havivi. Ja, wollt ihr mal sehen, meine Verletzung? Von Fausi. Hier, da sieht man es da und da vom Eckzahn und da von vorne tschick, reingebissen. Es hat geblutet. Ich habe es gleich rausgesaugt und ausgespuckt und dann desinfiziert und antibiotische Salbe drauf und heute ist nichts. Also kein Ebola. Ne? Ich muss dich jetzt kürzer binden, solange du in der Tüte gruschelst. Jetzt habe ich ihn kürzer gemacht. Der kann nur hoch und rund. Naja doch, der kann noch gerade sitzen. Naja, aber nicht die ganze Zeit da hoch sind. Der sieht, dass es nicht klappt. Das geht nicht. Kommen die ganzen Kinder da und schmeißen Steine nach dir und so Sachen. Dann kommt das ganze Dorf und sagt, die Kadika ist verrückt. Die hat Affen. Meine Schwiegermutter weiß von nichts, gell? Die hat sich noch gewundert, dass wir nach Hurghada gehen. Die weiß doch, dass ich nirgendwo hingehe in Ramadan. Die war ganz baff. Dann habe ich gesagt, das war ein wichtiges Mushwar. Mushwar Mohem. Na, also wichtige Erledigungen muss ich da Einkäufe machen. Ja, mal sehen, was die denkt. Wenn sie dann in den Stall kommt, kriegt die, glaube ich, einen Herzinfarkt. Bist du's? Morgens kann es passieren, dass sie herkommt. Du Fausi, gell? Das ist meine letzte Schwiegermutter. Die einzige, die ich habe. Meine letzte. Ja, guck hier. Guck mal, kruschel mal hier rein. Was ist das? Guck mal. Ich mag das, wenn er in Tüten kruschelt. Der hat vorher schon geguckt. Was das ist, das sind nur so Seile. Habibti, komm doch runter. Komm. Nee. Na komm, Fausi. Ja, ist ein bisschen enger jetzt. Was ist das? Aha, aha. Was sind das für Seile? Kann man die nehmen? Kann man die gebrauchen? Wow. Nein, da ist kein Futter drin. Die Futtertüte ist besser, gell, mit den Karotten. Ist der goldig, gell, wie der rumkruschtelt. Was ist da noch? Karotten? Nee. Gestern wollte er nur Karotten und heute... Ah, doch. Masha'Allah, bist du...
schnell los. Ja, wie Katzen sind jetzt drin, ist eh zu heiß. In ihrem Zimmer ist schön warm. Und fertig. Da hat er sein Wasser. Ja. Ich möchte mal eine Flasche hinstellen. Genau, ich habe doch eine Flasche mitgebracht. Mit Wasser. Vielleicht trinkt er da draus. Gucken wir mal. Mausi ist wieder wach geworden. Ja, ich muss so lausen, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, so 8 Uhr rum, morgens um 8. Jetzt, upsala, wollte gerade sagen, schmeckt dir Karotte auch nicht, dann ist die Banane. Ich habe das jetzt zu kürzer gemacht. Mausi sagt, da sind ganz viele Leute auf den Feldern, die arbeiten. Hilfe, ich muss mal gucken. Die haben dann Fausi klar gesehen. Ne? Fausi, sind da Leute? Nicht mich sehen. Nee, ich sehe, du hast nur ein Kleidchen an und nichts runter. Jetzt gehen wir mal gucken. Die denken, wir haben nicht alle Latten am Zaun. Was für viele Leute. Oh, Kühe und so. Ja gut, von weitem, die denken, das sind Katzen. Upsala. Ja, ich mach's weg. Hast du gesehen, die Henne ist gestorben. Ja. Und die Sasa auch, die Ding auch. Ja, die Mandarine. Ne? Oh, die hast du schön aufgebissen. Ja. Lecker, lecker. Der hat die Honigmelone bekommen. Aber er will sie nicht mehr. Jetzt geben wir mal ein bisschen auf der Schiele. Mal ist, sei mir nicht böse, aber deine Schwesterle, gell? Ne, deine Frau. Guck mal, gibst du ihr, die hasst mich. Ich habe sie doch immer so behandelt. Die kennt es gar nicht. Ja gut, Honigmelone ist nicht billig. Okay, komm weg, lass sie. Ja, oh, sie frisst sich. Kannst kommen, du bist nicht im Bild. Ich kann mein Glück nicht fassen, ich krieg Cantaloupe. Wow. Guck, der trinkt. Ist ungesund, aber ja. Verschüttet alles, du, ich sag das. Schmeckt gut, gell? Bisschen Zucker, ja. Ist das goldig, gell? Komm, gib wieder her. Gib's mir wieder. Nee, das kriegst du nimmer. Sollst doch der Sheila auch geben. Ja, dann kann er auch aus der Flasche trinken, ne? Ach was, der ist doch stark. Guck mal, der macht alles nass. Ist egal. Ui, schmeckt das gut, gell? Fausi. Ja. Was meinst du, der mag bestimmt auch Eis. Wenn es so heiß ist, holen wir dir ein Eis, ein Wassereis. Ja. Der hat die gleiche Augenfarbe wie der Barbe, hast du gesehen? Wie hat der jetzt draus getrunken? Wie geht es? Oh, Mist runtergefallen. Ja, die kann das noch nicht. Schau mal, der deckt sich zu. Ich habe ihm jetzt ein Handtuch gegeben. Ich will niemand sehen. Bisschen rumspielen. Fausi ist so goldig. Und hier, Madame Schwanger. Die ist sauer. Die guckt gelangweilt. Lehnt sich da ganz lasziv an dem Baumstamm. So hat sie auch geschlafen übrigens. Gell? Ja.
So, dann gucken wir mal. Mausi, komm mal. Du bist ja voll im Bild immer. Upsala. Wo ist das Handtuch? Ah, ich hab's in die Box getan, ne? Vielleicht wollen die da reinkuscheln oder whatever. Aber der scheint Handtücher zu mögen. Guck. Der nimmt es immer. Bisschen untersuchen. Willst du ein Kopftuch machen, wie die Mama? Nein! Ein Turban für die Männer. Pausi! Ja! Der ist richtig goldig. Gut, wir gehen wieder rein. Ich muss, wir haben noch mal alle hier gefüttert. Jetzt gehen wir mal rein und schlafen noch eine Runde. Ich guck mal, ob ich Zuckerrohr finde draußen, ha? Der kennt es. Ja, es wird langsam heiß. So. Ja, und was macht man als Zuckerrohrfarmer? Gibt man seinen Affen Zuckerrohr. Ja, das schmeckt denn. Sogar Sheila. Die Tante war hier schon gesessen und geguckt und hat beim Stock Hisch-Hisch gemacht. Die hat sich erschrocken. Die dachte, das sind freie Affen, die jetzt zu uns kommen. Und die muss sie verscheuchen, damit sie nicht bleiben. Heieiei, musste ich lachen. Jetzt sind die Katzen frei. Bambi, pass auf, neben dir ist... Ich habe die Kuh und die Katzen ein bisschen nass. Nee, der hat Angst vor der Katze. Hab auch gedacht gestern. Der hat Angst. So, komm, wir setzen uns wieder hin. Oh, Suppe kocht schon. Mama, ja. die macht links Rauch. Die Suppe? Dampf, das ist Dampf. Und da ist ein Loch in der Mitte. Das ist vom Lochkochtopf, genau. Nee, vom Deckel meine ich. Ja. Also Zuckerrohr ist lecker. Ja, genau. Da sind sie auch beschäftigt, ne? Bis sie das rumknabbern und der süße Saft rauskommt. Ja, jetzt hat er Zuckerrohr und Persim. Also die Blüten und die Blätter schmecken ihm sehr gut. Die sind ja auch super gesund. Und hier der Zuckerrohr, zwar zuckerhaltig, aber auch eisenhaltig. Und Madame ist wieder zu schade, sich zu dem niederen Volk zu bewegen. Die ist nur da oben auf dem Thron und guckt rum. Ja, die wird schon kommen. Die hat auch ihren Teil hier. Zuckerrohr hat sie schon ein bisschen, aber so ganz begeistert ist sie nicht. Fausi ist da eher begeistert. Der weiß es zu schätzen. Die Blüten, gell? Yum, 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 yum. Und wie sind die? Wir tun sie nicht verbinden, Mama. Nee, die sind doch später eh frei. So, immer noch ein Affenvideo. Ja, die Sheila sitzt jetzt hier oben und guckt. Da hört man, die haben Besuch. Wir warten mal ab, ob morgen noch ein Tag Ramadan ist oder nicht. Und gerade eben... Jetzt ist die blaue Stunde, gell, Fausi? Du hast die Prinzess verjagt. Oder ist, ja, die, das ist die Kuh. Gerade eben hat der Mahmud fast eine Schlägerei gemacht, kurz vorm Fastenbrechen. Dann wäre sein Fasten auch gebrochen, das darf man nicht. Der hat sich so aufgeregt. 5 Schafe und 3 Esel haben auf unserem Bersimfeld gegrast. Und die Arbeiter nebendran machen nichts. Und der eine davon ist der Bruder von dem Besitzer. Und der andere, der lässt die Esel, ne? Dann hat mein Mann ist hinter den Schafen her, hat mit dem Stock die weggetrieben. Ein Schaf hat er so richtig auf dem Rücken, nicht auf dem Rücken, auf dem Popo gekloppt. Da war ich ein bisschen geschockt, aber da ging seine Nerven durch. Die machen nichts und lassen alles. Dann hat er so auch gesagt, warum sagst du nichts? Ich hab's satt. Die Gartentür ist kaputt, die Schafe hauen ab und kommen immer zu dem. Alle 5 Minuten tue ich die weg, aber die kommen wieder zurück und der Besitzer ist nicht da. Dann kam die Besitzerin, ne, die Om Hani, und mein Mann hat mit der, nimm deine Schafe, das nächste Mal nehme ich sie mit und verkaufe. Telefon voll, ich sag's euch, Speicherplatz voll, und habe ich schnell gelöscht. Also mein Mann hat mit der Om Hani gesagt, wenn deine Schafe nochmal da sind, dann verkaufe ich sie. Und der andere, der hat alle seine 3 Esel, waren bei uns. Also stellt euch vor, der hat 5, 6 Schafe oder was, oder 5, ich weiß es nicht. Ja, und die schön fressen und jeden Tag immer ein bisschen was, ne? Wir waren ja jetzt da nicht da ein paar Tage, vielleicht haben die da immer wieder gefressen. Mein Mann sieht es, ne?
Das fehlt von dem Persim und das geht halt nicht. Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Ja, komm, Sheila, du magst doch so Tomaten. Guck mal, frisch aus dem Kühlschrank. Komm. Soll ich sie hochwerfen? Komm, ich hole einmal hoch. 1, 2, 3. Upsala. Aber ich glaube, die kann fangen. Warte mal, ich nehme die andere Hand. So, komm, fang. Wow, die hat's gefangen. Ja, fein. Weil Jonas hat gesagt, er hat auch was hochgefangen und die hat's gefangen. Und ich so, ja, wirklich. Ja, Tomate. Guck dir das an. Ja, sieht man jetzt. Aber die hat's gefangen. Super. Weil er hat schon Tomate bekommen heute. Dann ist der Mahmoud, bin ich da hingerannt, weil wir hatten gerade hier draus geguckt aus dem Fenster auf ihn, ne? Und vor allem sehe ich meinen Mann rennen da mit dem Stock gegen die Schafe und ich so, Jonas, zieh dich an, wir gehen aufs Feld. Ich wollte noch den Schwager holen, ich dachte jetzt gibt es eine Schlägerei mit meinem, also dass mein Mann ausrastet. Weil kurz vor Maghreb passieren ja immer die Schlägereien, wenn sie dann durchdrehen. Aber mein Mann war ja im Recht, aber trotzdem, man weiß nie, wie die anderen ausrasten. Gut, dass ich dann hingegangen bin. Ich habe meinen Mann dann nach Hause geschickt. Hört sich jetzt dumm an, aber ich habe gesagt, bitte geh nach Hause. Nicht, dass du dein Fasten brichst und noch einen Fehler hier. Ich schreie mit der Home Handy. Das heißt, ich schreie. Ich habe mir gesagt, du, ich kann auch meine Kuh bringen und morgen deine ganzen Bäume abfressen. Ja, wir müssen das Gatter reparieren. Ich sage, ja, Entschuldigung. Ihr tut die Schafe dann irgendwie anders hin. Das geht so nicht. Ja, und jeden Tag von unserem Basim, weißt du, die will ja auch nicht, dass man ihre Bäume frisst. Aber ihre Schafe kommen immer zu uns. Naja, ist alles gut. Ich kann ja nichts dafür, die Frau. Sag ich, wo ist dein Mann? Ich weiß es nicht. Sag ich, dein Mann, der soll das bitte mal in Ordnung bringen. Jetzt habe ich halt Angst gehabt, dass der Mann zu meinem Mann geht und sagt, wieso schreist du mit meiner Frau? Kann ja auch sein, dass er sich aufregt, weißt. Und die Omheni hat ja auch ein Herzproblem, ne? Also so darf man ja auch nicht. Man darf nicht mit ihr schreien. Mein Mann aber, weißt, ist auch ein bisschen kurz vorm Fastenbrechen. Und dann ist er in der Moschee gewesen. Wer kommt da? Ist ja besser als ein Wachhund. Guck mal, der Bambi da oben. Jo, Fausi, ist gut. Nicht aggressiv sein, nicht aggressiv. Ja, auf jeden Fall kurz vorm Fastenbrechen. Also nee, nach dem Fastenbrechen kam er und kam er nicht bei. Hab ich jetzt gedacht, jetzt schlagen die sich. Ist ja gekommen. Und, ja, so ist die Schlaus. Guck mal, wie er das genießt. Ja, feiner Fausi, fein. Ja, Massage. Auf jeden Fall konnte ich da nicht essen, bis er kommen ist. Ich habe immer so einen Happen genommen. Ich so, Mann, was, wo bist du? Und dann kam er. Ich glaube, sie schlagen uns da in der Moschee. Sag ich, du, das, da haben sich schon andere zusammen geschlagen wegen einem Glas Saft. Du, da, nicht nur wegen dem Saft. Wegen dem Saft wurden schon Leute, hat einer den anderen irgendwie mit dem Messer oder was? Also der ist gestorben. Vor 4 Jahren oder so, hier bei uns an der Moschee, wegen einem Glas Saft. Weiß nicht warum. Letztes Saft genommen oder? Ich weiß es nicht. Ja. Guck mal, wie der das. Oh, hast du mich jetzt erschrocken? Wie der das genießt, wollte ich gerade sagen. Ja. Nicht aufregen, Charlie. Ich bin's doch nur, deine Mutter. Leave me alone. Du hast mich schon bissen. Gell? Kleiner Furz. Ja. Ja, nicht aufregen, Mausi. Du kannst lieb sein mit mir. Ich bring dir dein Futter. Ja, guck mal, die Augen gehen zu. Ja, so, guck mal, das mag ich so arg, wenn man so massiert. Das mag ich an meinem Rücken, wenn man so abwechselnd mit den Händen macht. Das massiert jeden Muskel. Guck mal, wie er die Augen zumacht. Oh, Bübü. Kannst du mich auch so massieren? So massiert mich immer mein Mann im Wechsel so, ne? So, tschick, tschick. Ja, fein. Nicht aufregen, Charlie. Eigentlich sind das Pippi-Langstrumpf-Affen, gell? Jetzt könnt ihr mich Pippi nennen. Hab noch einen Esel, einen Affe. Was fehlt denn noch? Was hatte die noch? Nix. Ich glaube, das war's, oder? Ein Esel und ein Aff. Ein Pferd und ein Aff. Ja. Ach, das gefällt dem. Guck mal, wie der die Augen zu hat. Ja, ich muss dich fotografieren. Wow, du genießt es richtig, Habibi. Ja, du bist der Fausi. Guck mal, die Fingernägel. Ich guck doch immer Videos, JK und Shaki, und der schneidet immer die Fingernägel. Aber wahrscheinlich, weil das Hausaffen sind, ne? Dem braucht man das, glaub nicht. Der Ägypter schneidet doch keine Fingernägel. Die nutzen sich wahrscheinlich da ab in der Natur. Guck, Habibi. Oh.
Ja, dann muss man schlafen. Schlaf, Fausi, schlaf. Die Mama hüt dich, der Papa schlägt dich scharf. Das stimmt sogar. Die Mama rennt aufs Feld hinaus. Und dann war der Streit gleich aus. Schlaf, Fausi, schlaf. Wie das passt. Ja, Bibi, oh, bist du müde? Bist du schlafen? Also nee, guck dir das an. Oh, ich würde den am liebsten jetzt umarmen und knutschen, gell? Und der soll mich umarmen und oh, wie so ein Kind, gell? Oh, Bibi. So, Fausi, der ist ganz wild auf Trockenfutter für die Hühner. Komm. Kannst du das aufmachen? Warte mal, dann verstreust du alles. Wenn ich zu mir jetzt weggehe, wird er sauer. Guck mal. Oh nein. Mach ich's? Nein, nein, ich mach's dir auf. Oha. Gib's mir zurück. Hast du gesehen, wie er mich anguckt? Fausi, hat. Gib, ich mach's auf. Gib. Wusch, gib. Machst du mir Angst mit dem Blick, du. Dann verschüttest du doch alles. Warum habe ich sie? Oh, super. Pass auf. Ja, das hat dir heute so geschmeckt, gell? Das müssen wir auch der Sheila geben, nicht nur du. Wie schmeißt du mir das nicht runter? Na, ich habe die Enten raus. Sorry. Brauche auch frische Luft, gell? Futterwasser. Ja, wir haben gerade Nacht um 12. Morgen ist noch mal Ramadan, gell? War heute so müde nach dem Essen. Bin dann ins Bett, 2 Stunden geschlafen, jetzt einen Kaffee getrunken, jetzt geht's mir besser. Pass auf, es fällt runter. Pass auf. Ja, Fausi. Ach, Mahmoud kommt. Wir wollen dich nämlich umsetzen. Der sitzt nämlich immer da oben und da sehen alle Leute dich. Das geht nicht. Dann haben wir hier in Zukunft bald High Life. Das ist doch inkognito. Da hat mal die Tanten wissen, dass du da bist. Außer die eine jetzt, nicht mal die Cellor weiß es, nicht mal die Kinder. Wir wollen nämlich hier dich in Ruhe ankommen lassen, nicht 1000 Leute um dich rum, die dich voll labern. I'm afraid to take the food now away. He is full dominant. This is it, the expensive food. Had he understand, he appreciated. He opened and slowly, slowly, not some, look, not something wasting. Oh, Böbel. Aufpasse. Ja, guck, jetzt hält das gerade, nicht runterfalle. Wie süß. Oh. Okay, dann gib her. Schnelle Reaktion. Ja, entschuldige, das geht nicht. Das ist alles 21, 220 Ding, das Futter. Und der Sack hat er auf den Boden schmeißen. Mein Mann kriegt einen Herzinfarkt wegen 20 Euro. Wir machen uns in Toast wegen 20 Euro. Aber da und, so ist es halt. Also. Jetzt, Leute, also die Hasenpest ist natürlich hier, aber das geht nicht auf andere Tiere. Ne, könnt ihr euch belesen im Internet. Ich werde ihn jetzt hier anbinden. Eine längere Leine, dann können die nämlich hier oben sitzen. Hier ist okay. Na so, alles hier aufräumen. Ich hole noch einen Besen, mache hier ein bisschen sauber. Was ist denn jetzt das für ein Vieh? Ah, die Kakerlake, okay. Du darfst leben, Kakerlake. Ich geht. So ist es. Mahmoud, you bring the McNessa. Fausi, don't be sad. Du kriegst doch noch. Du kriegst noch, Baby. Ja. Oh, die Ziegen waren draußen. Hol, hol. Ja, schön essen. Ja. Oh, ich liebe deine Hände. Die Fingerle, die sind so süß. Guck mal. Goldig. Na? Massage. Aber der hat keine Flöhe. Auch wenn er sich immer so kratzt, das juckt halt die Haare, gell? Wenn der Wind. Ja. Oh, das ist wie ein Baby, gell? Mahmoud, can you bring the McNessa? I want to clean her Schweier before we change it, the McCann. Hier ist irgendwie was
Alle schmecken fausi. Ich muss gucken. Nee, schon alte Wunde. Ja, Leute, also der war irgendwie früher mal, hab ich gehört, war der, oh, gefällt dir das Gekraule, gell? War der in El Causa, vielleicht kennt ihr den sogar vom Urlaub, war der in El Causa an einem Shop angebunden und hat so die Touristen angelockt. Dann kam der später in diesen Reitstall. Und mehr weiß ich nicht über ihn. Also die Leute, der hat, also ich krieg noch mehr Infos bald über ihn. Aber der hat anscheinend, bis er zu dem Reitstall kam, ein ganz, also nicht so ein gutes Leben geführt, sagt jemand. Also wie gesagt, die Person kommt uns auch demnächst mal besuchen und kann uns dann mehr über seine Geschichte erzählen. Auf jeden Fall hat sie Tränen geweint, dass ich ihn jetzt hab und dass er jetzt ein gutes Leben hat, weil er es schon schwer gehabt hat im Leben. Na, und die Person, die hat ihn auch kastriert. Na, sonst hätte er ja immer noch mehr Babys in die Welt gesetzt. Ja. Oh, ihr Bubi. Der Bubi. Aber nicht in den Haaren ziehen, okay? Der zieht in ihren Haaren, weil sie so schön sind. Was hast du für blonde Haare? Das kennen wir gar nicht. Doch, eigentlich kennst du das von den Touristen, gell? Ich habe hier ein Stück. Ein Stück? Habibti. Guck mal, sie hat einen neuen Rock an von der Oma. Mashallah. Aywa, yellow Piat Butterfly. Ihr Bubi. Ja. Der liebt es, wenn du so... Du musst ihm immer vorsichtig, weißt? Komm, Hallas, ich verstehe das. Ich habe auch Angst, immer noch. Ja. Ich will hier sauber machen und mit dem kleinen Furz schon wieder. Naja, gut. Ich bringe erstmal die Sachen hier weg. So, meine Lieben, ich fühle mich jetzt besser, weil die waren mir zu weit auseinander. Wir haben die jetzt eng hier angebunden und sie hat eine ganz lange Leine hier, damit sie sich nicht so vor... Oh, du kommst mit der Gasar. Hopp, 1, 2, 3, hopp. Ah, fast. Fintani. It's dark, they cannot see well. You need Nadara, die brauchen eine Brille. Oh, Baby. Wo ist es? Da ist's. Komm, ich gebe dir die Tomate. Sie liebt doch ihre Tomate. Down. Komm, Tomate. Nimm, Habibti. Komm. Nimm. Du, gell, du willst alles ihr wegnehmen. Ja, komm. Komm. Take it, Aywa. Ja. Weißt du, die Affen müssen zusammen sein. Das geht nicht da. Die war oben immer so melancholisch. Und ich glaube, wenn sie hier zusammen sind, dann vergisst sie das mit der Leine. Sie spielen hier und wir müssen nur gucken, die verheddert sich ein bisschen. Da haben sie beide ihr Wasser, ihres... Where is the towel? Sa. You see a towel? Bring it, please. It's in the floor. You cannot come now. This green towel, this is from him. They love to have towel on their heads. Mm. Guck mal. Ein Handtuch hier. Könnt ihr euch die Hand... In the floor, you see? Habibi, you don't touch it. I'm Katika, I need monkeys. And then this... This is without touching. Ja, don't worry. Der bringt das, sein Handtuch. Ja, das ist jetzt irgendwie blöd. Die ist hier eingerollt. Wir werden sehen. I will sit here and watch. This is the Monkey TV. Leute, es ist halt heute Monkey TV. Was willst du machen? Ein ganzes Affenvideo. Ihr habt ja auch ein ganzes Wellensittich-Video, gell? Ja, jetzt könnt ihr hier in Ruhe sitzen. Die ist aber jetzt hier ein bisschen... Ich muss die hier befreien, das geht halt nicht. Warte. Guck mal, die hat sich einmal rumgerollt. Die ist halt auch ein bisschen schusselig, die Dame. Also, nee. Also. Guck mal, Mausi, was hast du denn jetzt gemacht? Und der verteidigt sie. Habibi, ich hab nichts gemacht, ich will ihr nur helfen. Gell? Habibi, guck mal. Ja, deine Freundin. I want to help her. Look, she's a little bit stupid. Ah, die muss das noch lernen. Ah, Spielzeug habt ihr auch. So. Mahmoud, you need your help. You must hold the rope. Kedi, Malesh, du willst schon wieder abhauen. Ja. And you must let Essen for me. And you must hold it. Oh. That I can take off the rope, alla Kedi. Kömozli, ja. Du. Guck, wie der sie beschützt. I want to take off the... That you make...
Waha, what is now? Ah, you come schon fast. Hold it. I don't know how we make it. Get it. Oh. Oh. Hey, oh, sorry. Jetzt ist sie frei. Oh. Wo bist du? Die ist in die Box gegangen, aber sie ist in der Box. Fühlt die sich wohl? Oh, leave me alone. So, jetzt hocke ich noch. Jetzt bin ich aber fertig mit den Nerven. Und Beil kennt er auch nicht. Iowa, better is it. Better. Der Chili. Mein Sheila, du hast aber auch was ein Pech, ey. Immer Stress. Ha? Jetzt ist der Sanduk umgefallen. Bip, die malisch. Hä, seid ihr beide da drin? Ah, you are both inside. Ha! Leave me alone. Komm. No. You have time or you have friends outside or what? Alhamdulillah left. Then sit with the other friend. Leute, das war's im Video. Ich hocke jetzt hier eine Weile und ja, you say in 2 days they come and build this, huh? Ja. Bukra, he come to look. Morgen kommt er und nimmt die. Ah, er nimmt Anzahlung und kommt und nimmt den, die Seite, die Größe, wie er bauen muss. Und dann kommt er sofort nach dem Eid oder wie er Zeit hat. Also, but not after Eid 5 days. In 1 week? When I hear this, takes 10 days, 2 weeks. Naja, gut. Naja, besser, Sie haben ja Freilauf jetzt hier. Just he must come here in the home. This will be, he finish it in 1 day. In 1 day? Or he make it there 2 days. Mesh. 2 doors. Tell me two. Nah, a key, a key. I don't know for what. Not something for flying. And how you go outside from the scuffers inside? And how you come inside? You make door from there. You go inside, outside. What is the problem? And here, how we come to the swimming pool? What do you say? This area will be the door. We say we don't do it. Maybe we must bring something big. Nah. This is the best. There's a tree from inside. Then it's more expensive. Yeah. The problem is comfortable for going out. The tree is inside. The tree outside. Outside. Gut, dann ist less space. Naja, gut, sind ja nur 2. Ja, Mahmoud, we take it that they have here more free and now we make it shorter. Mesh. Till the wall. Mesh. And this, you need this space here in the front for something else? Or we cannot build till here. Yeah. Or this will be costing more. If we found it small, we can take this later for it. Mesh. Now my plan is not working because I want later make here in the winter. This was a good idea. We have here a hole. This room is full warm in the winter that they go here inside and sleep. Then we must not build something new. This was my idea. Aywa. And Mahmoud, I had it. They will not do something in the beginning. You must not be afraid. Or for what you want extra, pay more money that you walk here. Anyway. They will not attack you. Don't worry. You save it here, you will pay it there. You must make all this closed. Mm-hmm. And also this area, all besides the tree, you will close it. Mashi, but later we must make then anything for sleeping for the winter. Or we make here, here a wall closing up and a hole here. Mumkin. Mumkin, nibni lik day. Huh? We build it here, like what you said. Until it's closing with zenith. Mm-hmm. And from up we make it with jarid. They must not sleep up. They can sleep here in the floor. You close it now with garit, not. I must close it from up, that they're not running. Mm. And we open a little bit the silk that they're going inside here. Like window. Mahmoud, not. They must sleep down, not up.
This is more. Go inside and go down. Go as you them like it. You must close it from up because you won't let it free later. With yeah, okay, harder. Mashi. You understand now? Mashi, aywa. Yalla, anyway. Habt ihr euch jetzt beruhigt? Still inside. Habibi. You come. Much more to do. Komm, Fauzi. Na komm, Fauzi. Na komm, Fauzi. Komm, tust deine Frau beschützen. Ja. Na, ist auch okay. Also Leute, gute Nacht. Wir hören uns. Ha? Na, okay. Das war's im Video. Ich schwätze gleich, Mahmoud. Bis die Tage, Masselema. Bye, bye. Und ich hoffe, euch hat... Das ist halt die Ankunft der Affen. Wie haben sie sich eingelebt? Wie ist es? Und ich glaube, so ist viel besser, wenn sie hier in der Ecke sind. Also, bis die Tage. Masselema. Bye, bye.